Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen wieder bei der Bundesliga und ich bin doch mal sehr gespannt, wie sich Gnabry weiterschlägt. Aber wieder so ein hervorragendes Spiel abliefert mit zwei Scorerpunkten und vor allem mit einem sehr schön rausgedribbelten Tor zum 2-0 im letzten Spiel. Aber auch gucken, was Coman macht. Origi, ja, ich sollte jetzt vielleicht nicht sagen, aber Origi ist halt erstmal gesetzt. Aber wie gesagt, ich kann auch nochmal einen Balarabi testen oder sowas, wenn Origi nicht klappt. Also es ist nicht so, dass jetzt Origi, egal was passiert, auf jeden Fall für immer bleibt. Da gucke ich dann schon, falls das nicht funktionieren sollte. Oh, da haben wir mal wieder einen, der umstellt. Hat auch ein eher ungewöhnlicheres Team. Also ja, preiswert. Und ein paar Spieler drin, die man nicht so oft sieht. Ich glaube, Trigo Eros, hab ich noch nicht weiter gesehen. Sansone. Alonso, Linksverteidiger. Semedo. Eher preiswertes Team. Aber ich glaube, also ein, zwei teure sind schon dabei. Dembele ist auf jeden Fall teuer. So. Dann wollen wir uns mal konzentrieren. Und gewinnen. Im besten Fall natürlich. Aue. Das ist eigentlich sogar ein Foul. Ich finde aber geil, wie er einfach mal an dem kleinen Kimmich quasi stirbt. Und das war jetzt schlecht gespielt von mir. Oh, da wäre Kimmich fast schon wieder da gewesen. Oh, eigentlich ganz gut gemacht von Sokrates, aber dann hat er doch irgendwie den Ball nicht gehabt. Scheint mir auch ein sehr aggressiver Spieler zu sein. Oh, ich hätte schon abziehen sollen. Schöne Grätsche mit Goretzka. Schade, aber gut gespielt. Oh, da ist leider gar niemand. Passiert mir aber in letzter Zeit häufiger, dass ich die total drüber setze, die Distanzschüsse. Frag mich, ob ich mehr aufziehe als sonst. Oh nein, Sokrates behindert Kimmich. Kimmich schafft es trotzdem noch irgendwie, aber das war ja schon wieder totaler Slapstick, ey. Zum Glück ist nichts passiert. Das wäre sonst die Schuld gewesen von Sokrates. Thank you.
Der Pass war einfach schlecht, deswegen konnte er den Gnabry nicht wirklich kriegen. Also er war schlecht ausgeführt. Gut gesehen. Oh Gott, ich dachte echt, da kommt der Kopfball. Krass, und er war noch zuletzt dran, nice. Aber wir kommen echt beschissen durch, muss ich zugeben. Eigentlich kommen wir gar nicht durch, aber der Gegner halt auch nicht. Deswegen, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass wenn Gegner nicht gut durchkommt, die Abwehr mir dann erstmal wichtiger ist und ich die Formation lasse. Ist er jetzt auf sehr defensiv gegangen oder warum sind jetzt alle Spieler so weit hinten? Ich würde sagen, er ist auf sehr defensiv gegangen, oder? Wir müssen damit kompensieren, dass ich so Ballbesitz verliebt bin und den Ball ständig hin und her spiele. Glaube ich zumindest. Weil ich glaube, er war vorher offensiver unterwegs. Das war ein guter Schuss und ich habe eigentlich gedacht, er geht rein. Schade. Er macht's halt nicht so überlegt, sondern macht's zu hastig, aber pff, wir haben keine einzige richtig geile Torschance gehabt. Distanzschuss, das war's, aber wie gesagt, Abwehr steht, das ist erstmal wichtig. Schon wieder 73%. Abwehr steht, das ist erstmal wichtiger. Und ich bin mir ganz sicher, wir kommen so nicht ins Elfmeterschießen. Irgendeiner von uns beiden macht schon das Tor. Ich hoffe natürlich, dass ich das sein werde, weil der Gegner irgendwann so angepisst ist, dass er irgendwelche Fehler macht in der Abwehr. Aber das werden wir noch sehen. Alter Schmelzer, du warst davon! Macht denn der? Aber auch geil, dass es bei mir nochmal einen Spieler gewechselt hat. Scheiße, das war dumm. Es greift auch schon gar nicht mehr an, also er ist auch gar nicht mehr so aggressiv wie es am Anfang war, das merkt man. Oh, schlecht gedribbelt von mir.
Eigentlich will ich noch nicht wechseln, wenn ich ehrlich bin. Es geht wahrscheinlich in die Verlängerung, aber das ist ein Spiel, was in die Verlängerung gehen könnte. Sehr geil. Oh, was war das denn, Origi? Oh, klar, es war links und es ist der schwache Drei-Sterne-Fuß, aber ich dachte auch, er geht mit dem Kopf hin, er ist doch total kopfballstark. Ach, und kein Elfmeter. Das ist doch keiner, aber manchmal hat man ja Glück und es gibt einfach sowas. Oh, toller Pass. Glück ist Kimmich da. Okay, aber langsam würde ich sagen, wären wir besser. Beziehungsweise entwickeln etwas mehr Torgefahr. Regie ist halt einfach Kopfballstark, das muss man mal ausnutzen können, aber wenn er halt zu weit dran steht am Tor, dann kann man nicht köpfen. Schön gemacht mit Schmelzer. Ich dachte echt, da geht rein. Ich meine, es sind halt nur Distanz, es sind halt nur Halbchancen, aber besser als nichts. Mein Gegner kommt ja wirklich zu gar nichts. Was natürlich gut ist. Oh, jetzt wollte ich mal kurz reinpassen, aber es hat euch auch wieder nicht funktioniert. Danke. Scheiße! Da spielt man einmal einen Risikopass. Weil da scheint er nach vorne gar nichts drauf zu haben. Fuck, dass er nach hinten so defensiv steht, so wenig Fehler macht. Den Ginter hier vorne. Oh nein. Es war so klar, oder? Es ist so ein typisches Scheiß-Drecks-Kack-Hurenspiel. Wo ich die ganze Zeit das Spiel mache und der Gegner halt einfach ficktes Mal kontert und das Ding ist durch. Geil. Ich reg mich nicht auf, aber es ist natürlich unverdient. Es war die beste Chance im Spiel, ja, aber ach, das hätte halt nicht passieren dürfen. Jetzt ist war's. Es ist halt scheiße, dass es jetzt passiert. Das soll es halt am Anfang des Spiels machen, damit ich noch umstellen kann. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir nicht mehr den Ausgleich hinbekommen werden. Höchstwahrscheinlich. Ach, ist das bitter, ey. Aber egal. Uns hätte halt dieser eine Fehler des Ballverlustes, der hätte uns halt nicht passieren dürfen. Punkt aus, Nikolaus. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Fuck you. Das war's. Egal, zum nächsten Spiel. Und natürlich Man of the Match, was sonst? Oh, was ist denn jetzt wieder los? Er geht immer automatisch nach rechts, ich kann nichts machen. Was hat er denn jetzt für Probleme? Er bleibt nicht links. Ja, ich bin das nicht, das macht er von alleine. Egal, ruhig bleiben, wir haben ein Spiel verloren, scheiß drauf. Ist ja auch egal, wie das passiert ist. Ist ja auch egal, ob das jetzt unverdient war oder sonst was, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Ich kann es jetzt noch stundenlang analysieren, aber es bringt nichts. Ich hoffe, dass mein Controller jetzt geht. Werden wir gleich am Trikot sehen. Nee, es geht da nach rechts, okay. Ich gehe nochmal aus Ultimate Team raus. Ich weiß nicht, ob das dann weg ist. Es war doch die ganze Zeit nicht. Es war doch. Oh, was ist denn das? Das Problem ist halt, wenn es dann im Spiel auch so ist und meine Spieler mal automatisch nach rechts ziehen, dann habe ich halt verloren. Oh, okay, ich muss diese Aufnahme leider auch unterbrechen, weil ich muss in Ultimate Team neu rein. Bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Ich weiß, dass es jetzt weg ist, dieses Problem. Und obwohl ich das letzte Spiel verloren habe, muss ich sagen, ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Spielstil. Klar, da am Ende der Fehler hätte nicht passieren dürfen. Aber ich hatte das Spiel unter Kontrolle, auch wenn ich mir keine wirklichen hundertprozentigen Chancen rausgespielt habe. Der Gegner hatte halt eigentlich gar keine gehabt. Hat im Aufbau so kacke gespielt, deswegen war es ja auch komplett unverdient, dass er diesen Konter da gekriegt hat, aber das ist egal. Also ich finde, wenn ich so weiterspiele, kann viel passieren in der Weekend League, kann ich viele Spiele gewinnen. Schauen wir mal, das ist natürlich ein überragendes Team direkt. Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ach, natürlich noch irgendein scheiß Leihspieler drin. Geil, 90er. Ja, Sturm ist auch krass mit Aubameyang und Reus, wobei ich jetzt Reus nicht so krass fand. Konzentrieren wir uns mal, weil das Team war hinten und vorn gut. Gegen solche Teams gewinnen wir natürlich besonders gern. Gegen Teams, die besser sind als meine. Komm, wir schießen mal mit Aubameyang. Ich hätte ihn auch besser decken müssen, muss ich zugeben. Muss ihn da besser decken, aber trotzdem, naja, ist halt scheiße, das Tor. Egal, konzentrieren. Wir haben das erste Spiel auch 1-0 Rückstand gehabt und haben dann noch das Spiel gedreht. Schade. Na also. Natürlich ist das ein Lagertor wegen Abpraller und so, aber vorher schöner Pass von Perisic. Schade, dass es halt dann nicht Icardi selber macht und Perisic direkt den nächsten Scorerpunkt bekommt. Oh, es war auch ein abgefälschter Pass, sehe ich gerade. Okay, es war ein sehr, sehr krasses Lagertor. Aber ist mir egal, logischerweise, wenn ich ein Lagertor schieße. Die Gegner sollen keine schießen, verdammt! So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht sollte ich auch direkt auf defensiv gehen. Schön gemacht mit Ghoulam. Die Position von Ghoulam kommt wahrscheinlich bald ein neuer Verteidiger, genau wie auf der Position von Kimmich. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich. Das heißt wahrscheinlich, das seht ihr dann definitiv zeitigstens zur nächsten Weekend League.
Was ist denn mit den Distanzschüssen jetzt los teilweise? Habe ich so scheiße geschossen? Sind die nochmal gefixt worden oder so? Das gibt's doch gar nicht. Egal, konzentrieren. Ich bin gerade ein bisschen zu aufgeregt. Hat man doch eigentlich auch schon den Ball. Hat ein bisschen Probleme über die Außen, ne? Was ist denn da los? Nicht wirklich gut verteidigt. Das war eine hervorragende Flanke. Ich würde so gerne direkt machen, aber ich kann das nicht. Ich verkacke die bestimmt. Das ärgert mich, dass diese Option so scheiße geworden ist. Soll ich es nochmal probieren? Ich probiere es nochmal. Ach du. Ja, was ist denn das? Viel zu hoch und total daneben. Ich kann einfach nicht einschätzen, wo die Karte hingeht. Aber ich darf mich aufregen, weil wir haben gerade den Fehler vom Gegner überhaupt nicht gut ausgenutzt. Junge, lass doch den Vorteil laufen. Dass sie das nicht mal hinbekommen bei FIFA, dass wenn das Ding durch ist, dass die einfach mal den Vorteil laufen lassen. Das ist doch hier scheißegal wegen Abseits. Ist doch im echten Spiel auch nicht so im echten Leben. Da pfeifen die dann erst, wenn es zur Aktion kommt. Hier wird mir doch ein wunderbarer Vorteil geklaut. Das nervt. Und das ist schon immer so bei FIFA. Ich weiß nicht, ob das zu schwer zu programmieren ist. Das war gerade ein dummer Fehler. Ich reg mich auch nicht zu sehr auf. Ob das jetzt zu schwer zu programmieren ist, also ich frage mich echt, was da los ist. Alter, will er mich verarschen? Erst dieses komische, ich bleib mal stehen und schieße ein Tor aus dem Stand. Jetzt dieses, ich hab keinen Bock mehr und schlänzen mal ins lange Eck rein oder was? Egal, wir gleichen halt wieder aus. Und mein Spieler dreht sich noch nach hinten weg. Beugt sich quasi noch nach hinten, damit der Ball auch ja nicht an ihn rangeht. Sehr geil. Dann ist das kein Foul, war. Ich wollte auch direkt schießen, als das Tor noch leer war.
Okay, er deckt nicht von, das ist danke. Stehe ich doch nicht so richtig. Ist immer ärgerlich, wenn sie einen Stellungsfehler machen und dann nicht bestraft wird, weil sie Glück haben und noch im Passweg drinstehen. Gut gespielt, muss man zugeben. Nicht so richtig zufrieden mit dem Spiel, muss ich zugeben. Also die zwei Tore von ihm, die kotzt mich aber auch ein bisschen an. Wir haben aber unsere Schüsse gehabt und unsere Situation, deswegen lasse ich die Formation erstmal. Beim Gegner wäre das Ding natürlich total rein, logisch. Oh, der hielt wieder total dumm, dadurch verliert er Pace. Und er funktioniert natürlich trotzdem irgendwie. Also er funktioniert nicht, aber er läuft halt einfach weiter mit Aubameyang. Verstehe ich nicht, wir sind viel besser positioniert. Benatia, großartiger. Egal. Gut gemacht. Frage mich gerade, ob ich echt dann schon aufhören muss mit Spielen, weil ich gerade nicht mehr so geil spiele und irgendwie auch mich der Gegner ein bisschen ankotzt, muss ich zugeben. Mann. Ich wechsle jetzt doch mal was 4-1-2-1-2. Ich brauche klarere Chancen. Perisic noch komplett dabei ist, ja geil. Ich überlege gerade, ob ich besser Alessandrini oder Perisic in den Sturm stelle. Puh, das ist jetzt schwer. Aber da er. Perisic hat Engine, das heißt, er wird ja nicht geboostet im Abschluss. Ja, sollte schon so besser sein. Perisic vielleicht als ZOM? Das könnte ich mir gut vorstellen. Brozovic ist, glaube ich, auch defensiv ein bisschen besser als Peri. Weiß ich nicht, wie das ein Stürmerfoul sein kann. Eigentlich, wenn, da muss Benatia derjenige sein, der foult.
Habe auf Passen gedrückt. Das ist natürlich wieder kein Foul. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Ballrolle war großartig, aber dann der Abschluss war halt miserabel. Oh, ich wollte gar nicht passen. Einfach mal ein Lackerton nach einer Ecke. Come on. Oh. Schön geklärt. Es ist leider verdient, dass der Gegner führt. Auch wenn die ersten beiden Tore scheiße waren von ihm. Ja, das war jetzt so ein typisches, worüber ich mich immer bei den Gegnern lustig mache. Zu schnelles Rausspielen. Beschissener Pass. Ist aber ein Spieler, der seine Tricks relativ gut einsetzt. Bin nicht zufrieden mit meinem Spiel. Geht auf jeden Fall besser, aber ich glaube, ich hätte auch noch besser spielen können. Ich verliere verdient auf jeden Fall. Ich glaube, eine Aufnahme mache ich dann noch oder werde zumindest ein Spieler noch machen und gucken, ob ich dann noch ein zweites mache. Ach Mann, ey, da hatte ich so ein gutes Gefühl nach den ersten zwei oder drei Spielen und jetzt ist es eigentlich schon wieder kaputt. Stimmt, warum spielt eigentlich Elionussi dann auf als ZOM? Ah, Perisic da hinten, das könnte sogar Sinn machen. Geil. Scheiß Peso. Absolut verdient, was soll ich dazu sagen? Ich bin auch nicht zufrieden mit meinem Spiel. Ich weiß, ich hätte es besser spielen können, ich hätte es besser verteidigen können. Seine Tricks sind einfach teilweise viel zu gut gekommen. Hab zu aggressiv, zu hastig verteidigt. Bis zum nächsten Mal.